Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den Epona Quests. Wir haben eine ganz, ganz spannende Questreise. Und zwar werden wir jetzt versuchen, die Quest zu beenden mit Lisa und Edward und der Jorvik-Wurzel, die hoffentlich helfen wird. Also drückt mir die Daumen, dass es diesmal klappt, diese Quest zu beenden. Um nun den guten Vater von Edward zu helfen, müssen wir ins Haus gehen, denn wir haben in der letzten Folge einen Balsam für die Lippen hergestellt, die die Mutter auf die Lippen schmieren möchte und da der Infizierte jeden Abend eigentlich nochmal nach Hause kommt, um ihr einen Abschiedskuss zu geben, sollte das Ganze dann so in seinen Körper gelangen. Ob das wirklich klappt, finde ich zweifelhaft, habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Ich hätte das Ganze mit Fleischbällchen gemacht, aber meine Idee wollte ja niemand wissen. Ja, deswegen werde ich jetzt hineingehen, denn Edward und ich werden versuchen, ihn aufzuhalten, falls das Ganze nicht klappen sollte. Okay, wir werden mal sehen. Du bist so mutig. Was wollen wir jetzt tun, mein Kleiner? Ah, bitte nenn mich nicht Kleiner, Mama. Ich bin kein Kind mehr. Ah. Du schlägst vor, dass wir uns hinter ein paar Möbeln verstecken. Gute Idee. Ziehen wir das Sofa vor, damit wir uns dahinter verstecken können, wenn Papa kommt. Lass es uns gleich machen, Mandy. Okay, schnell mal das Sofa hervorziehen. Muss ich natürlich wieder alleine machen. Na supi. Oh, einfach zack. Ja, stellen wir einfach mal das Sofa hin, das wir uns in unsere Tasche gesteckt haben. Wunderbar. Geht ja auch super einfach. Mama, du musst draußen warten und dafür sorgen, dass Papa dir nach drinnen folgt. Mandy, du und ich kümmern uns, können hier hinter dem Sofa warten. Ich höre jemanden, das muss Thomas sein. Versteckt euch hinter dem Sofa, während ich ihn begrüßen gehe. Okay, okay, komm, komm, schnell hinter das Sofa und Inventar einmal wegmachen. Zack. Jetzt oder nie. Hallo, mein lieber Thomas, ich habe dich vermisst. Hm. Oh, mein armer Liebling, du siehst erschöpft aus. Bist du hungrig? Ich fühle mich so schwach. Wir schaffen das, Liebling. Gehen wir rein. Ich gebe dir etwas zu essen. Dann fühlst du dich besser. Hm. Willkommen zu Hause, Liebling. Zieh deine Schuhe aus und mach es dir bequem. Schließlich ist es auch dein Zuhause. Warum bist du so nervös? Was meinst du? Ich mache dir doch nur etwas zu essen. Hast du etwas geplant? Antworte mir! Ich rieche Jorvik-Wurzel. Ich hasse Jorvik-Wurzel. Die werde ich niemals essen. Bitte, Thomas, ich weiß, das Gift zwingt dich, die Dinge gegen deinen Willen zu tun. Aber du musst dich widersetzen. Nimm das Gegengift. Nein, es ist zu spät. Das Gift hat die Herrschaft übernommen. Ich werde dir wehtun. Ich bin nur noch ein Schatten des Thomas, den du geliebt hast. Ihn gibt es nicht mehr. Er ist fort! Thomas, bitte sag das nicht. Du würdest mir oder Edward niemals wehtun. Ich will nicht gesund werden. Geh mir aus dem Weg. Ich werde dich verletzen. Ah! Kümmere dich um Edward. Oh nein. Schnell, Mandy. Blockier die Tür. Er muss Mama küssen. Edward, Mandy, geht mir aus dem Weg. Jetzt. Ich kann mich nicht beherrschen. Schluck. Papa. Das darfst du nicht. Du darfst nicht gehen. Bitte. Ich verstehe das nicht. Warum kämpfst du nicht darum, dass wir zusammen sein können? Es ist zu spät, dagegen anzukämpfen. Ich bin ein Monster. Bleibt weg von mir. Nun, dann geh. Aber bitte küss Mama noch ein letztes Mal. Dann kannst du gehen, wohin du willst. Na gut, ein letzter Kuss. Tut mir leid, Lisa, aber ich muss jetzt gehen. Lebe wohl. Da, 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 da. Liebling? Es hat geklappt. Hättest du ihm nur ein paar Fleischbällchen gegeben, dann wäre es nicht so ein Theater geworden. Papa? Was ist passiert? Papa, du bist wieder da. Juhu. Was? Ich bin zurück? Ich bin wieder ich. Ich habe dich ja so vermisst. Willkommen zu Hause. Ich habe euch ja so vermisst, meine Lieben. Es gab keine Minute, in der ich nicht an euch gedacht habe. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, euch jemals wiederzusehen. Und jetzt sind wir hier.
Wie habt ihr das geschafft? Wir drei haben zusammengearbeitet. Mandy hat einen Balsam mit der Wurzel hergestellt. Ich habe es aufgetragen, bevor wir uns geküsst haben. Das war ja unglaublich clever. Aber warum habt ihr mir nicht einfach Fleischbällchen gegeben, schon vorher? Danke, Mandy. Falls du jemals Hilfe brauchst, musst du nur mich rufen. Du kannst dich immer auf mich verlassen. Versprochen. Oh nein, mir fällt gerade ein, dass ich Isabelle gefährdet habe, als ich ihrem Pferd einen Schrecken eingejagt und ihre Jorvik-Wurzel im Spiegelsumpf gestohlen habe. Ich muss mich bei ihr entschuldigen. Du fragst, ob du als moralische Unterstützung mitkommen kannst? Du bist eine wahre Freundin. Vielen lieben Dank. Machen wir das gleich, damit Isabelle versteht, warum ich das getan habe. Seid ihr mit Lisa zu Isabelles Haus, damit sie sich entschuldigen kann? Jetzt muss ich nun gerade mal gucken, wer diese Isabelle nochmal war. Das ist ja nun schon relativ lange her, dass ich mit Isabelle mal gesprochen habe. Ah, sie sitzt hier schon. Ach, wie schön. So, bitte einmal aufsteigen. Okay. Ist da tatsächlich das? Ja. Gut, also Isabelle werden wir schnell finden. Das ist sehr schön. Sonst hätte ich jetzt nämlich echt Ewigkeiten wahrscheinlich suchen müssen, bis ich Isabelle mal finde. Hier eventuell? Warte, ich reite einmal rum. Einmal um den Block, bitte. Ach, die Häuser sind einfach so schön hier. Da ist sie. Okay, mal gucken, ob ich mich an Isabelle erinnere. So. Hallo Mandy, schön dich wiederzusehen. Lisa, wie kannst du es nur wagen, hier aufzukreuzen? Ich hätte mir noch schlimmer wehtun können, als ich es schon habe. Warum hast du das getan? Mandy, warum hast du sie mitgebracht? Wirklich, Mandy? Du denkst, sie sollte anhören, was sie zu sagen hat? Ehrlich gesagt, ist mir das völlig egal. Isabelle, es tut mir so leid, was ich dir angetan habe. Bitte lass mich erklären, warum ich so gehandelt habe. Lisa erklärt, warum sie jeden Tag im Sumpf war. Bitte vergib mir, Isabelle. Ich werde dir die Jorvik-Wurzel zurückgeben, die ich dir weggenommen habe. Jetzt, da Thomas wieder zurück ist, kann er mir helfen. Kannst du mir nochmal verzeihen? Meine armen Lieblinge, natürlich verstehe ich, warum du das getan hast. Ich wünschte nur, du hättest es mir gesagt, dass du die Wurzel brauchst. Dann hätte ich sie dir natürlich gegeben. Aber alles okay. Mein Pferd Atlas geht... Mein Pferd Atlas und mir geht es gut. Also vergebe ich dir natürlich. Aber frag beim nächsten Mal bitte einfach. Ah, vergeben und vergessen. Ach, wie schön. Danke, Isabelle. Und nochmal, es tut mir so leid. Ich verspreche, ich werde dich das nächste Mal fragen. Reiten wir nach Hause. Kannst du mir auch helfen, nach Hause zu kommen, Mandy? Vielen lieben Dank. Natürlich. Wir werden Lisa natürlich jetzt auch nochmal nach Hause bringen. Obwohl es wahrscheinlich nur ein Weg von 2 Minuten zu Fuß wäre, wenn sie einfach zu Fuß laufen würde. Naja, okay. Die kleine Lisa ist halt einfach ein bisschen faul und wir bringen sie mal ganz schnell die Straße runter zurück. Vielleicht ist sie auch schwach. Es war ja alles sehr, sehr anstrengend die letzten Monate und Wochen. So, hier, einmal absetzen. Zack, und schon sind alle da. Du bist wieder da. Danke, Mandy, dass du uns geholfen hast, Papa zu heilen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Komm jederzeit vorbei, dann machen wir was Schönes. Mandy, ich kann dir gar nicht genug danken. Du hast mich vor einem Leben in Elend bewahrt. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Wenn ich jemals etwas für dich tun kann, dann lass es mich wissen, was es auch ist. Ich bekomme ein Kleid. Oh mein Gott, ich bekomme ein Kleid? Oh, das ist aber ein schönes Kleid. Leider hat es keine Werte, aber ein schönes Kleid. Mandy, danke für deine Hilfe. Du bist wirklich immer willkommen. Komm, wann immer du willst. Dankeschön und danke fürs Kleid. Oh, warte mal. Ich muss mir das Kleid mal noch kurz genauer anschauen. Ich liebe ja Kleider. Obwohl momentan irgendwie nicht so viele neue Kleider dazugekommen sind. Oh, das war es nicht. Oh, das finde ich schön. Oh, schade, dass das keine Werte hat, sondern einfach nur Lisas Lieblingskleid ist. Oh, das soll schon was heißen, wenn sie mir das Lieblingskleid gibt.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Warte, ich wechsle mal kurz zu dem Kleid, um es mal etwas länger anzuschauen, weil ich finde das irgendwie wirklich sehr, sehr schön. Passt zwar so gar nicht jetzt zu dem ganzen Outfit, was ich anhabe, aber generell finde ich das echt sehr schön. Ja, ich freue mich sehr, dass die Quest tatsächlich jetzt vorbei ist und ich fand es sehr spannend, die letzten 3 Folgen. Ich hätte die schon eher zu Ende machen sollen. Auf jeden Fall. Aber das weiß man immer erst hinterher. Ja, ich hoffe, euch hat die Quest auch gefallen. Jetzt geht es weiter das nächste Mal oder eins der nächsten Male dann im Spiegelsumpf, weil da war noch dieser verrückte Professor, dieser Insekten-Heini-Sammler, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, und da müssen wir auch noch eine Quest zu Ende machen. Da bin ich jetzt auch schon sehr gespannt, wie die enden wird. Mal sehen, ich habe ja so einige Baustellen, die noch gemacht werden müssen hier. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.